Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir wollen heute ein bisschen was essen. Und das war's auch schon für diese Folge. Hey, ich will essen. Hä? Jetzt aber, hä? Manchmal checke ich das nicht. Ja, wir gehen jetzt einmal kurz in unser Heim. Da habe ich ein paar Bücher gebunkert, glaube ich. Oder waren sie in meinem Pferd drinne? Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier so Schönes? Ein Buch, das, wir können ja mal gucken, wir haben ja ordentlich gelevelt, vielleicht können wir mittlerweile die Bücher lesen. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gesammelt, vor allem die Einbären werden später recht wichtig sein. Distel ist, oh, ich glaube, wir haben doch alles, was wir brauchen. Müssen wir gleich mal gucken. So, haben wir noch irgendwas hier? Da, Mythen und Rhetorik. Wer braucht Schlüssel? Perfekt. Dann müssen wir auf jeden Fall, wenn wir irgendwo bei einem Lehrer sind, auch nochmal da vorbeischauen. Weil da gibt es ja auch noch einiges zu tun, ne? So, wenn ich mich nicht bewege, verbrauche ich eigentlich keine Ausdauer und so. Das heißt, das müsste eigentlich easy funktionieren. So, die Regeln des Nikolaus. Reibung ist ein Phänomen, das auftritt, wenn sich ein Körper in Bewegung nahe einem anderen Körper befindet. Der nötige Kraftaufwand, um Reibung zu überwinden, erzeugt vor allem Hitze. Ja, können wir lesen. Easy. Ja, ich verbrauche keine Energie und keine Sattheit beim Lesen. Das ist so genial. Yay. Lesen. Gucken wir mal direkt. Direkt mal eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Wir haben Komfort. Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Check ich nicht. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Gut, ich habe schon ziemlich die Karte aufgedeckt. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Ja, dann nehmen wir das. Geld habe ich genug, ich muss nicht günstiger leben. So, gucken wir uns das nächste Buch an. Du kommst in die Satteltasche. Flink wie ein Wiesel, kann ich das schon lesen? Das kann ich nicht mal so lesen. Flink wie ein Wiesel geht noch nicht, in die Satteltasche. Gräser und Kräuter. Ha, das geht. Oh, das geht schnell auf jeden Fall. Scheiß Rumgebacke. Kannst du ja... Ich habe für heute genug gelesen. Schade. Ja gut, dann können wir eigentlich direkt ein paar Stunden schlafen. So bis um 10. So. Kann ich jetzt das Buch lesen? Oh, ich habe das Buch schon gelesen. Dann... Ups, falsche Taste. Okay, länger kann ich nicht lesen, aber das reicht erstmal. Lesen wir erstmal ein paar Prozente und dann, wenn wir wieder ein paar Tage unterwegs sind, lesen wir wieder ein bisschen. Komfort 150%? Ach du Scheiße. Oh. Neue, oh, ich habe 9 Punkte Redekunst. Geil. Läuft. So. Händler sind eher gewillt, dir gestohlene Ware abzukaufen. Beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Falschen? Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht und du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wodurch du sie leichter überzeugen kannst. Zudem kannst du die Dienste von Badehäusern kostenlos in Anspruch nehmen. Ja, Minnesänger, hört sich gut an. Gut, stehen wir auf. Weiter geht's zurück zum Henker, Freunde. Zurück zum Henker. Oh, ich hasse Regen, ne? Willst du mich verarschen? Es regnet immer noch. Ich habe einen verdammten Tag gewartet. Im Regen. Naja gut, laufen wir so hin. Ich denke mal, wir können eigentlich einen kleinen Abstecher hier ins Badehaus machen. Hi. Ich bin an eurem... Aha.
Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazu gehört. Ja, ist gut. Spul vor. Wie sie danach wegläuft. Hast du Angst vor mir? Was tust du da? So. Jetzt haben wir nochmal einen extra Bonus für ein paar Stunden. Und da wären wir. Du hast aufgehört zu weinen. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben. Aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Sie sind nicht sonderlich nett. Sie sind keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Du solltest zu deiner Familie gehen. Du hättest bei deiner Familie ein Dach über dem Kopf und Arbeit, die dich ablenkt. Ich werde es überleben. Gab schon Schlimmeres. Tut mir leid, dass ich nichts Besseres finden konnte. Es ist sicher Gottes Wille. Hab Dank, Heinrich. Ja. Und ihr spricht mit Hermann, dem Henker, ja? Das habe ich gerade getan. Hermann, ich... Ja? Leb wohl. Und vielen, vielen Dank für alles. Du brauchst dich nicht bedanken. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Bitte versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Du verdienst ein besseres Leben. Hermann, ich... Versprich es mir. Ich versprech's. Leb wohl, Eliska. Wie theatralisch. Ja. Ich hätte ihr auch sagen können, dass sie bleiben soll, aber naja. Hier geht's ja nicht um mich. Hier geht's darum, eine Familie zu finden. Zähe Liebe. Ja, das war wirklich zäh. Gut. Ich würde sagen, wir holen uns die nächste Quest in der Stadt ab und werden uns dann der Alchemie widmen. Dafür muss ich einmal ganz kurz zu meinem Ferdinand. Und Ferdinand möchte mir bestimmt meine Sachen geben. Also, wir brauchen die ganzen Kackdinger hier. Oh Gott, ich habe ziemlich viel eingesammelt, ne? So, hatte ich dich gelesen? Ja. Nein, oh Gott, was habe ich gemacht? Verkehrt herumgedacht. So, Höhlenpilz brauche ich, glaube ich, nicht. Kamille brauche ich. Löwenzahn und Minze. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles brauche. Ich habe zwar Screenshots gemacht, aber ich gucke jetzt nicht nach. Gut. Begeben wir uns zurück in die Stadt. Oh, da sind noch richtig viele Quests in der Stadt. Und Red Hay mag mich. Oh Gott, eine Stadt, die mich endlich mag. Übrigens, ich habe aus Versehen eine Sequenz der Hauptquest getriggert, aber ich werde einfach ein Video mit einblenden, was da so passiert ist, wenn wir die Quest weitermachen. Ich habe mir extra die Sequenz nicht angeguckt, sondern weggeklickt. Ja, sterben's. So, was machen wir denn als nächstes? Ja. Rechts in die Burg möchte ich nicht. Wir gehen zum Vogt und holen uns da eine Quest ab. Wo ist denn der? Irgendwo hier. Karotten und Äpfel, ein wahrer Hochgenuss. So. Ah, er ist drin. Bullshit. Herr Vogt. Gelobt sei Jesus. Kann ich irgendwie helfen? Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Garlitz Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun.
Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Skaletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Gut, ich helfe. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Okay, 3 Wasser und 2 Scheiße. Gut. Was muss ich über die Wasserträger erfahren? Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay, was gibt's zur Köchin? Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Okay, mit Hagen reden. Gut. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Okay, nicht schlecht. Von wem erfahre ich mehr? Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Okay, und was ist daran so schwierig? Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Okay, vielen Dank für die Antwort. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel. Hast du noch eine andere Quest für mich? Gibt's Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Der Vikar des Bischofs kam nach Uschitze. Und nicht mal Herr Hanusch weiß, was der hier will. Irgendwas ist da im Busch. Mehr weiß ich nicht. Na gut. Eine Quest mehr aktualisiert. Gut, fragen wir die Leute aus, aber erstmal möchte ich gerne mein Debüt als Tränkemischer feiern. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, lacht mich nicht aus. Ich weiß nur, dass ich hier mischen kann. So, okay, gucken wir mal. Was wollen wir denn mischen? Wir fangen mal mit Retterschnaps an. Wer hiervon kostet, speichert das Spiel und rettet seine Seele. Und sollte er dem Tod erliegen, so möge er wieder auferstehen. Bereite Wein, 2 Handvoll Tollkirschen. Habe ich Tollkirschen? Ich habe keine Tollkirschen. Ach verdammt, das ist das Einzige, was mir fehlt, ne? Ach verdammt. Puppenmachertrank. Das kann ich machen. Also, kommt dieser Trank in Berührung mit jemandes Haut, so wird diese Stelle umgehend betäubt. Der arme Tropf wird mit seinen geschwächten Muskeln regungslos dastehen, wie eine Statue. Der Trank hilft allerdings gut bei Schnittwunden, da man keine Schmerzen spürt. Hüte dich jedoch davor, ihn bei Gesunden anzuwenden. Du benötigst Alkohol, 2 Handvoll Einbeeren und 1 Handvoll Baldrian. Gib die Einbeeren in den Kessel und lass sie für 3 Sanduhrenläufe kochen. Zerkleinere den Baldrian. Lass das Gemisch abkühlen. Gib den Baldrian hinzu und erwärme das Gemisch nicht. Destilliere das Gemisch. Ach du Scheiße.
Also gut. Du benötigst Alkohol und 2 Handvoll Erde. Okay. Das kriegen wir hin. Also, ich brauche Alkohol. So. Genau, 2 Einbeeren, ein Baldrian. Oh Gott, ich muss die Reihenfolge einhalten. Gib die Einbeeren in den Kessel und lass sie für 3 Sand ohne Durchlöffung kochen. Okay. Die Einbeeren in den Kessel. Kessel. Inventar. Ich brauche da Einbeeren. Achso, ich kann hier alles schon vorbereiten. Okay. Einbeeren und ich brauche Baldrian. Gut, die Einbeeren bitte. Eins. Zwei. So, was ist das? Achso. Destillator, Tiegel, Mörser. Wie heize ich jetzt den Kessel an? Okay, Sanduhr. Ach, verdammt, das ist doch schon jetzt. Okay, dann nochmal von vorne. Also, wir brauchen Einbeeren, auch meine Einbeeren sind weg. Toll. So. Erstmal Alkohol. Ach, Blasebalg mit LT, okay. Einbeere. Zack. Einbeere. Zack. So. Gucken wir noch mal kurz rein, sicherheitshalber. Bereite 2 Handvoll Tollkirschen und 1 Handvoll Nesseln vor. Lass die Nesseln für 2 Sanduhrendurchläufe kochen. Okay. Dann machen wir die Sanduhr fertig. Und köcheln. Eins. Zwei. Und 3, okay. Was? Da waren wir, ne? Okay. Gib die Einbeeren in den Kessel und lass sie für 3. Okay, zerkleinere den Baldrian. Okay, dann zerkleinern wir mal den Baldrian. So. Tiegel, Mörser. So, zerstoßen. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. So, was steht da? Lass das Gemisch abkühlen. Gib den Baldrian hinzu und erwärme das Gemisch nicht. Destilliere das Gemisch, okay. So, wann weiß ich, dass es abgekühlt ist? Kessel. Sandro-Blasebalg. Na gut, dann. Wie ist die Licht? Tiegel. Tiegel. Komm, Kessel. Nein. Oh, Glück gehabt. War nur die Sanduhr. Hilfe. Alchemie, ja, super Hilfe. Du fügst. Okay. Du musst mit der Hilfe der Sanduhr. Das Gebräu kann dann direkt vom Kessel in die Phiole gegossen werden oder destilliert werden. Die Abfolge des Rezepts muss präzise eingehalten werden. Okay.
Scheiß auf die Sandu, Mann. Ey, ich muss es doch destillieren. Doch, jetzt hör auf. Scheiß auf die Sanduhr, Mann. Ich meine, ich kann eine Fiole nehmen. Dies wird den Trank fertigstellen, okay. Ja, wie... Puppenmachertrank? Oh, ich hab tatsächlich den Puppenmachertrank. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab Puppenmachertrank gemacht. Okay, guck mal weiter. Schlaftrunk. Mohnblume, Einbeere, Diesel. Okay, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Wir brauchen die Diesel. Wir brauchen die Mohnblume. Und wir brauchen, war das die Einbeere? War hier ein Bär. Okay. Lesen wir uns das Ganze mal durch. Also, bereite Öl und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Öl und je eine Handvoll von allem. Okay, das klingt einfach. Okay. Öl. So. Da haben wir Öl. Von allem einen. So, ab in den Kessel, noch mehr, so in den Kessel, die Einbeeren, in den Kessel, so, sehr schön, habe ich gemacht und weiter. So, gib die Mohnblumen in den Kessel und lass sie... Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Oh, ich kann automatisch Trankherstellung machen? Deine Stufe ist zu niedrig. Oh, ah, ich verstehe. Oh, okay. Kräuter. Achso, cool. Naja, ja, das ist kacke. Schritt zurück. Zurücksetzen. Okay, sehr schön. Probieren wir es nochmal, aber richtig. Wir brauchen die Distel, die Einbeere und die Mohnblume. So, okay. Gib die Mohnblume in den Kessel und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Okay, ein Sanduhrdurchlauf, sehr schön. Wir nehmen das Öl. Packen das Öl rein. So, die Mohnsamen. Mohnsamen? Ne, Mohnblumen, alles gut. Puh, ich dachte schon. So. Einmal Blasebalg. Sanduhr. So. Okay, gib die Distel hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Okay. Distel. In den Kessel. So, einmal das Ding. Eigentlich muss ich die Sanduhr gar nicht umstellen, weil einmal drücken ist einmal Sanduhr, ne? Irgendwie so ähnlich. So, lass das Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeeren dazu. Ja, aber wann ist es denn kühl? Wo weiß ich, dass es kühl ist? Ach. Hier, Einbeere. Hier. Okay. Ab geht's. Kannst zwar wahrscheinlich 50 Tränke draus machen, aber hey, machen wir uns nur einen. Du hast gebraut, Schlaftrunk. Ha! Ha! Sehr schön. Es geht doch. Was haben wir noch? Flugsalbe.
Oh, ich will die Flugsalve erstellen. Aber ich habe keine Tollkirsche. Naja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen einfach zu einer neuen Folge wieder. Und bis dahin habe ich ein paar von allem gemacht. Nö. Dann bis dann. Haut rein, euer Zero. Tschüss.